Hallo Leute, mein Name ist Hotstay und willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft, wo wir letztes Mal hier ein paar insulä römische Wohngebäude gebaut haben, hier auf dieser Seite. Und in der Zwischenzeit haben zumindest einige auch eine Innendekoration erhalten. Ja, wir verwenden die, um unser Kupfer zu oxidieren. Und eine Variante, dies zu machen, ist, die Kupferblöcke in einem Raster mit mindestens Abstand 4 auszulegen. Oder eben wie hier, und das können wir hier oben gut sehen, wenn wir einen oxidierten Kupferblock neben einem nicht oxidierten haben, dann beschleunigt das das Ganze auch. Und um hier etwas Material zu sparen, habe ich Kupfer-Slabs verwendet. Denn aus so einem Kupferblock bekommen wir 8 Slabs raus. Und wie ihr sehen könnt, wir haben hier doch einiges an Fortschritt. Hier vollständig oxidiert, da die dritte Stufe. Und ich habe bis jetzt 1, 2, das rote Gebäude auch und hier hinten das weiße. Das ist wahrscheinlich das größte, wo wir Kupfer oxidieren. Überall mit Kupfer ausgelegt, denn für das nächste Projekt brauchen wir etwas Kupfer. Und das findet sich hier drüben, denn heute wollen wir die Therme hier fertigstellen. Und zwar, wir haben ja schon mal den äußeren Teil gemacht und heute wenden wir uns dem inneren Teil zu. Und ich denke, das machen wir wieder ähnlich wie letztes Mal. Zuerst mal die Außenwände und dann das Dach und die Dachkonstruktion wird mit Kupfer gemacht, aber die Dächer sind nicht alle gleich, drum vielleicht etwas mehr Sektionen für die Dächer. Aber machen wir doch zuerst mal die Wände fertig. Wie ihr seht, sind die Wände nun alle drin und die inneren Wände beim inneren Gebäude, die sind etwas höher als außenrum, denn die Formen, die wir hier drin haben, sind etwas höher. Und was uns noch fehlt, sind die Wandblöcke, die die Säulen ausmachen. Und hier in diesem Bereich, da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, wie wir das machen. Ob wir da mit Wandblöcken arbeiten oder etwas Spezielleres haben. Denn insbesondere hier vorne sollte es etwas fancier aussehen als üblich. Ich denke, da muss ich mir mal was überlegen, was wir denn so machen könnten, dass es auch gut aussieht. Ich habe da mal was zusammengeworfen und ich hätte gerne noch mehr Details da drin, aber es ist ein bisschen schwierig mit dem Zustand, dass wir hier nur einen Block breit sind. Oben ein Block höher als der Rest der Wand und ich denke, statt hier normale Wandblöcke können wir hier versuchen, auch etwas Verzierung
reinzubringen. Hier auch. Das sollte helfen. Und dann hier hinten. Hier bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie wir das dann machen wollen. Ob wir das mit Wandblöcken machen. Oder vielleicht doch ein etwas detaillierteres Design. Aber ich habe das Gefühl, ich brauche etwas mehr Sandstein. Egal für was wir machen. Denn hier habe ich noch etwas von der gekochten Variante und vom geschnittenen, aber normalen Sandstein nichts mehr. Und ich denke, das nächste Mal, wenn wir uns hier sehen, werden wir hier die Wände vervollständigt haben und wir können uns daran machen, oben ein Dach darüber zu platzieren. Jetzt, wo alle Wände platziert sind, ist das Durchkommen nicht mehr so einfach. Insbesondere hier in der Mitte, von dieser Seite nach vorne, ist der einzige Weg hier über die Wasserbecken. Denn der andere Weg ginge hier durch unsere Bambusfarm und dieser ist natürlich versperrt. Wir können uns nun aber dem Dach zuwenden und wie auf der Außenseite da hat die Innenseite auch wieder einige Kuppeln. Ich bin mir nicht sicher, ob das so augenfällig war, als ich die da gebaut habe, aber wir haben hier eine Kuppel. Dann auf der Gegenseite da drüben das gleiche und in der Mitte, da wo wir vorher standen, eine etwas größere Kuppel. Und außenrum haben wir alles mit Half-Slabs gemacht. Ich möchte versuchen, hier Kuppel mit etwas mehr Wölbung hinzubekommen. Drum versuchen wir das mal mit Treppen. Aber runde Strukturen, insbesondere auf so kleinem Raum, sind typischerweise nicht ganz einfach. Das will wahrscheinlich... wir wollen eine Treppe da oben haben. Und dann machen wir das so, wenn ich das so mache, ja. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie sich das dann nach oben hin entwickelt. Ich hoffe, dass das bekomme ich hin, aber das braucht vielleicht ein bisschen Experimentieren, bis ich da... das richtige Platzieren von den Blöcken gefunden habe. Ich denke, ich mache mal die zwei Kuppeln fertig und dann können wir sehen, wie die rausgekommen sind und die restliche Dachstruktur, die sollte dann etwas einfacher sein. Und dann müssen wir hier noch schauen, was wir auf den Mauern machen. Denn da außenrum ist unsere Dachstruktur durchgängig überhängig über die Mauern. Aber hier innen drin ragen die Mauern, zumindest die Außenmauern, die ragen etwas vor. Die Dächer sind innen drin eingeschlossen.
Aber vielleicht ist es einfacher, wenn wir das am Schluss sehen. Was ich meine, ist vielleicht ein bisschen schwer, das so zu erklären, dass es auch verständlich ist. Die Koppeln sind gebaut und die äußeren zwei sind, sagen wir mal, kuppelähnlicher. Wir haben hier einfach ein etwas großes Loch in der Mitte, weil am Schluss sind zwei Blöcke übrig geblieben statt nur einer. Und es ist nicht ganz gleichförmig, denn hier haben wir auf dieser Seite oben drei Blöcke, da haben wir vier. Das liegt einfach daran, wie sich Treppen krümmen, wenn man sie nebeneinander hält. Und hier, wenn ich hier oben herumlaufe, sieht das recht anständig aus. Aber wenn wir das Ganze von etwas weiter weg betrachten, sehen wir, das ist nicht wirklich, wirklich rund. Aber es ist zumindest einigermaßen symmetrisch, etwas oval, aber auch diese Seite und diese Seite sind nicht ganz gleich, weil der Raum darunter nicht gleichförmig ist. Nun, ich denke, der Rest der Dächer sollte nicht so schwierig sein. Da, wo wir dann zusätzlich noch ein Wasserbecken haben, wie hier da vorne drin und nochmals auf der anderen Seite. Das ist sogar Open Air, also da haben wir kein Dach drauf, also brauchen wir nur Dächer rundherum und dann hier in der Mitte für unsere Säulenhalle. Und das sind im Wesentlichen Dächer, die funktionieren dann in etwa so. Yep. Und wir werden dann wahrscheinlich sowas hinbekommen. Damit wir hier ein bisschen Struktur reinbekommen. Und ich muss da schauen, dass ich da dann die Blöcke unten drunter wieder recycle, denn Kupfer ist nicht ganz einfach zu bekommen und da wollen wir natürlich auch nicht so verschwenderisch sein. Aber ihr seht, wie die Dachkonstruktion funktionieren soll und ich mache das einfach mal hier fertig und dann werden wir sehen, wie das Ganze rauskommt und was wir dann mit den restlichen Wänden hier oben noch machen müssen, damit wir dieses Gebäude abschließen können. Das sieht doch sehr nach Kupfer aus, nach oxidiertem Kupfer. Das Dach ist soweit fertig, aber wir haben da dazwischen immer noch Aussparungen und das ist, wo die Wände raufkommen und das ist wahrscheinlich der letzte Teil, den wir hier machen müssen. Und so wie ich mir das gedacht habe, machen wir das hier mit solchen Blöcken und dann
Half Slabs oben drüber. Und zwar nicht der geschnittene Sandstein, sondern der normale Sandstein, damit das Ganze etwas verwittert aussieht. Und hier, da wo wir raufgehen mit dem Dach, da müssen wir auch entsprechend raufgehen. So dass wir eine schöne Stufe bekommen. Und unten drunter brauchen wir dann wahrscheinlich noch an ein paar Orten sowas wie vielleicht nicht hier, aber wir haben hier ein paar Durchgänge, wo es vielleicht Sinn macht, dass wir oben drüber einen Bogen ziehen, denn wenn wir jetzt hier schauen, wo haben wir hier begonnen? Schon wieder verloren. Denn da, ja, hier zum Beispiel, dann haben wir hier eine solide Blöcke und die Öffnung ist recht hoch. Das heißt, hier werden wir vielleicht mit Treppen irgendwas hinbekommen, dass das Ganze entsprechend aussieht. Aber ich muss noch ein paar Blöcke platzieren, bis wir da oben dann durchgängig fertig sind. Und ihr könnt sehen, hier haben wir einen großen offenen Bereich und hier ebenfalls dasselbe auf der anderen Seite. Die letzten Blöcke für die Therme sind nun auch platziert und das sieht doch ganz toll aus. Und was wir noch machen müssen, ist hier etwas Gartenarbeit rundherum, damit das Ganze auch schön aussieht. Wir müssen auch eine andere Möglichkeit finden, um das Ganze zu beleuchten. Aber das gleiche Problem haben wir auch außerhalb den Mauern der Therme. Und hier drinnen sieht das wunderbar aus. Auch hier, wo wir vollständig unter Dach sind, scheint immer noch genügend Licht durch, sodass wir keine zusätzliche Beleuchtung brauchen. Oben das Dach ist überall spawnproof, entweder mit Half-Slabs oder mit Glow-Lichen, sodass wir hier oben keine bösen Überraschungen produzieren. Wieder ein Projekt abgehakt und damit sind wir am Ende von dieser Folge. Ich hoffe, das Warten hat sich gelohnt. Es hat ein wenig länger gedauert, bis ich dieses Projekt beenden konnte, aber wie ihr seht, gut Ding will Weile haben. Also bis zum nächsten Mal und tschüss.